Ich werde es Ihnen auch gleich erklären, Herr Klubobmann. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Finanzminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir haben einen Weltklimavertrag. Das ist einmal die positive Nachricht, so viel auch zur Überschrift der Aktuellen Stunde. Der 12. Dezember 2015 war ein historischer Tag. Die ganze Welt hat entschieden, das Zeitalter der fossilen Energien ist zu Ende. Und erstmals ist es gelungen, das einheitlich zu entscheiden. Viele haben ja gar nicht mehr an Klimakonferenzen geglaubt, aber es war ein sehr positives Erlebnis, dass hier die Staatengemeinschaft zusammensteht und ein klares Signal aussendet und ganz klar sagt, wohin die Reise geht. Die Staatengemeinschaft sagt, wir wollen diese Klimakrise angehen, wir wollen sie bewältigen und wir wollen etwas dagegen tun. Alle Staaten dieser Erde, auch Österreich. Und es geht jetzt darum zu schauen, wie gehen wir in Österreich weiter mit diesem Klimavertrag um, wie setzen wir ihn um. Was bedeutet der Klimavertrag? Die Entscheidungen von Paris bedeuten, dass wir bis zum Jahr 2050 aussteigen müssen aus den fossilen. Dekarbonisierung, Herr Finanzminister. Das heißt null CO2-Ausstoß netto und 100% erneuerbare Energie bis zum Jahr 2050. Das ist eine große Herausforderung, das gestehe ich ein, aber es ist auch eine noch größere Chance für diejenigen, die es jetzt angehen. Alle werden sich in diese Richtung bewegen. Die, die jetzt starten, die schneller dabei sind, werden Vorteile daraus ziehen. Das ist eine Riesenchance für die österreichische Wirtschaft. Diejenigen, die jetzt zögern, werden zu den Fossilen und der einzige Platz wird im Museum sein. Der Klimavertrag von Paris ist nicht perfekt, aber er ist sehr gut. Die zentrale Message, die mitgegeben wurde, es ist jetzt an den Regierungen, es ist jetzt an den Parlamenten, diesen Vertrag in Gesetze zu übersetzen und umzusetzen. Und das wird die Messlatte für uns in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten und Jahren sein. Eines ist aber klar, wir müssen sofort mit dieser Umsetzung beginnen. Es braucht Strategien in unterschiedlichsten Bereichen, das ist ganz klar. Es liegt aber auch vieles, vieles auf dem Tisch. Vieles, was wir sofort angehen können. Allein in Ihrem Ressort würde ich mir mal anschauen, wie viel Geld, wie viel Steuergeld gibt Österreich aus für kontraproduktive Maßnahmen, für die Förderung von fossilen Energien. Ich glaube, niemand gibt privat Geld für das Gegenteil aus von dem, was man eigentlich will. Die Republik Österreich macht es und das müssen wir uns anschauen und sofort einstellen. Die Budgetkürzungen im Klimaschutz hat mein Kollege Kogler angesprochen, auf die sind Sie nicht eingegangen, Herr Finanzminister. Das entspricht nicht diesem Klimavertrag. Das müssen wir angehen, nachbessern und in Klimaschutz investieren. Und eine der zentralsten Maßnahmen ist endlich eine Ökologisierung des Steuersystems. Keine Regierung wird je wieder so einen günstigen Zeitpunkt vorfinden, wie wir ihn jetzt haben. Wir haben diesen Klimavertrag, ein klares Signal der Staatengemeinschaft. Wir haben einen niedrigen Ölpreis. Das ist eigentlich schlecht fürs Klima, aber für Klimapolitik was Positives. Weil jetzt können wir, ohne groß über Belastung und Entlastung zu diskutieren, die Chancen einer ökologischen Steuerreform nutzen und Weichenstellungen so stellen, damit wir alle auch in 10, 20 und 50 Jahren noch gut leben können. Dieser Klimavertrag bedeutet auch, dass jede einzelne Entscheidung, und das möchte ich Ihnen allen mitgeben, jede einzelne Entscheidung, die wir hier treffen, die Messlatte dieses Klimavertrages erfüllen muss. Und bei Entscheidungen komme ich auch zu Struktur- und Unternehmensentscheidungen und dann erkläre ich Ihnen jetzt schon, was das mit der OMV zu tun hat. Dekarbonisierung bis 2050 bedeutet, dass 2/3 aller bekannten fossilen Ressourcen im Boden bleiben müssen. Und Gelder, die in diesen fossilen Ressourcen investiert sind, werden nichts mehr wert sein. Das heißt, es muss eine strategische Überlegung für uns sein, was bedeutet das auch für die Anteile, die die Republik hat. Und es muss eine Arbeitsplatz- und wirtschaftsstandortpolitische Maßnahme sein. Wie können wir ein Unternehmen wie die OMV auch
halten. Und eine Strategie, die sich auf Fossile ausrichtet, wird hier nicht zielführend sein. Da werden wir Arbeitsplätze verlieren. BP hat erst kürzlich angekündigt, 4.000 Arbeitsplätze zu kündigen. Das heißt, es muss in unserem Interesse sein, die OMV auch zu halten, die strategische Ausrichtung zu beeinflussen. Die OMV hat genug Know-how, das wir gut für die Energiewende brauchen können. Und es ist unsere Aufgabe, sicherzustellen, dass sie das tut. Wir werden noch viele, viele andere Maßnahmen setzen müssen. Meine Hoffnung ist, wenn es in Paris gelungen ist, bei fast 200 Parteien einen einstimmigen, guten Klimavertrag zustande zu bringen, dann muss es in diesem Parlament mit 6 Parteien gelingen, diesen Klimavertrag effizient und zielgerichtet umzusetzen. Danke. Christiane Brunner fordert endlich eine Ökologisierung des Steuersystems.